Hallo und herzlich willkommen zurück bei Staffel 1 von Grauton entdeckt Indie Broken Legacy. Zuletzt ist unsere holde Maid nicht weit gekommen, aber das soll uns nicht stören, denn Lady D, die zweite, wird es jetzt bestimmt besser machen. Ich bin ganz fest von ihr überzeugt und es hat immer gereicht, um nochmal das Leben zu verbessern. So, da schreitet sie los, Lady D. Lass mich durch, tot. Ah, ist wieder so der komische Special Dungeon. Ich weiß echt auch noch nicht, was mir das bringt. Oder ob es was bringt, oder ob es einfach nur ab und zu mal optischer Schabernack ist. Schabernack. Ein schönes Wort. Autsch. Ah. Nun. Cool, ich habe jemanden besiegt, offenbar. Warum nicht? Oh nein! Ja, es würde nur... Na, würde nur mit Spindrune gehen. Haben wir jetzt nicht, aber nicht so wild. So. Hops. Hops. Weg mit dir. Ja, man könnte echt alles verbessern. Mehr Mana wäre halt auch nicht schlecht. Als Spruchling kriegt man zwar Mana zurück von Gegnern, aber wenn man insgesamt nur 62 hat, dann ist das halt trotzdem nicht so erhebend. So. Give me all your money. So, jetzt hier hin. Nehmt ihr dies. Und dies. Und dies. Sehr schön. So. Ja, Spruchlinge ist halt cool, ne? Ich werfe einen Chakram, verbrauche dafür 15, wenn ich damit jemanden besiege. 14. Wenn ich damit jemanden besiege, kriege ich 13 wieder. Ist halt wirklich sehr, sehr cool. Und all das hat man sich selbst erarbeitet. Mit viel Leid, Lachen und Tränen. Naja, Tränen zum Glück nicht. Aber vielen Fails. Nein. Ah. So, was wollt ihr jetzt hier? Nicht. Ach, luschen. Alles luschen. So, hier geht's dann runter in die Unterwelt. Da wollen wir noch nicht hin. Sondern wir wollen ja ins Maya. Ich frage mich auch gerade, warum ich mich dann nach unten bewege, aber... Wumpe. Batz, batz, au. Batz, batz, au. Oh, wie kann man in dieses Feuer reinspringen? Meine Fresse. Nun ja. Ah, hier wird es in den Wald gehen wahrscheinlich. Ja. Also man kommt ja auch aus dem Wald ins Maya, dann mach ich das einfach mal so rum. Oh, was ist das für ein Trank? Ach, da war ein Trank vor einem Goldstück, okay. Ah, okay, man kommt vielleicht noch nicht von hier ins Maya. Ach komm, nehmen wir den normalen Weg übers Schloss, da kommen wir immer ins Maya. Wir wollen ja schließlich auch irgendwann mal diesen Endgegner sehen, nicht wahr? So, ups. Also dann hier hoch. So. Kaputt. Ach, kaputt. Finish. Ja, Crit-Chance wäre auch gut. Mehr Mana Schaden. Mehr Magie-Schaden. Das gibt so viel. Ah, hier sind wir bei Maya angekommen. Sehr schön. Aber ich muss halt wirklich sagen, dass mir Leben wirklich erstmal mit Abstand am wichtigsten erscheint. So, ein doofes Auge. Was willst du von mir? Dedele, dedele, dedele. Ich muss ja sagen, dass mir die Musik auch echt ganz cool gefällt. Besonders, dass man sie manchmal noch umschalten kann. Na.
So. Ah, okay, es trifft einen da. Nun ja. Nein. Oh. Yes. Karneval. Ah, das habe ich schon so oft fast geschafft und jetzt habe ich es lange nicht gemacht. Dolche. Oh, ich habe nicht gelesen, was ich tun soll. Scheiße. 9. Ach, wie schlecht. Jawohl. Ja. Nein. Nein. Oh. Oh Gott, wie schlecht. Oh nö. Bin der schlechteste Messerwerfer aller Zeiten. Oh Gott, oh Gott. ja. Hm. Das war überragend gut, würde ich sagen. Ah. Ja, mit dem Gold. Nein, jetzt falle ich hier wieder. Oh, nee, nicht sterben. Ah. Mein Herz. Oh. So. So, schon mal wieder 71 Leben, was aber Maya echt nicht mehr viel ist. Mist. Ja. Schlecht. Ich will mein Gold wieder haben. Ah! Nee. Nein! Okay, jetzt läuft gerade die letzten Versuche wieder nicht so gut. Ich werde, glaube ich, etwas unkonzentriert. Ich werde jetzt wieder konzentriert dazu zu Werke gehen. Nehmen wir diese Spruchkriege hier. So, wieder mehr Leben. Ah, jetzt kostet schon 1960. Das ist... So, und... Mehr Mana. Auf geht es, meine werte Spruchklinge. Lady Lisa, die zweite. Mit ADHS, wodurch sie schneller ist als normal. Ja, vielleicht soll ich noch auf etwas weiteren Bahnen zum Ziel gehen, damit ich zumindest noch mehr Gold mitnehme. Aber ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht mache ich das auch mal offscreen. Damit, ja, ihr das Gefahr nicht sehen müsst. Weil ich will also, dass ich im Schloss nochmal sterbe, außer vielleicht an so einem Special Gegner, schließt sich eigentlich aus, muss ich sagen. Weil, ja, hier kann ich mich wirklich mittlerweile durchtanken. Ja, kann ich nicht. Schade. Ja, ihr seht ja, ich bin gerade total schlecht, lass mich von allen treffen und trotzdem ist mein Leben fast auf Maximum. Also das Schloss haben wir hinter uns gelassen, würde ich mal sagen. So. Auch mal bessere Truhen. So. Also der Plan ist weiterhin zum Endboss vom Maya zu kommen. Ich will ihn ja nur mal sehen, damit ich einschätzen kann, wie viel besser ich noch werden sollte. Natürlich auch, wenn ich die ganzen billigen Sachen jetzt skille, ne, dann mache ich natürlich die Sachen wie den Tod umgehen und so immer teurer. Eine 50-prozentige Chance ist halt schon ziemlich krass, wenn ich die irgendwann hätte. So. Aber irgendwie will man das Geld ja da auch für irgendwas ausgeben. Ach. Damn you. Ja, oder durch so eine Aktion könnte ich natürlich auch irgendwann nochmal färben. Das, komm, das ist doch möglich mit ein bisschen Konzentration. Ja, da war es geschehen.
Was ist denn jetzt gerade los? Konzentration non-existent. Ja, wahrscheinlich, weil ich jetzt wieder so ein paar gute Runden hatte. Gleich in der ersten Folge der Aufnahmesession Alexander besiegt den Boss vom Wald. Da war ich total energetisch. Ja, und jetzt rächt sich das. So. Einmal durchschnetzeln. Gebe er mir Gold. Und dann bin ich weg. So. Sieger aller Feinde. Mache ich. Alles klar. Boah, die Messerwurf-Challenge gerade habe ich ja wirklich übelst verkackt. Das war schon peinlich. Zwei Ziele habe ich getroffen. Am dritten bin ich dann gescheitert. Mit 10 Messern. Gut, oder wenn ich halt gegen alles gegenspringe. Aber seht mal, selbst dann kann ich im Prinzip kaum noch sterben. Das Sprintrune. Also, ja, das normale Schloss hier ist, glaube ich, abgehakt. So, jetzt hier lang. Weg mit Nebulak. Ja, mit dem Gold. Weg mit Nebulak, sagte ich. Oh, super, ein Goldsack. Danke. Wenn ihr mir natürlich Goldsäcke gebt, dürft ihr natürlich öfters mal kommen in die Nebulaks. Dann habe ich euch lieb. Falscher Knopf. Das wollte ich, genau. Ja, ihr seht, ich bin hier auch gerade schon so ein bisschen auf Speed durch die Gegend. Virtuellem natürlich. So, hier lang. Flammenzauber finde ich eigentlich ziemlich geil, aber der kostet zu viel. Nö, ich bleib bei meinen Messern. Batz, batz, batz. Ja, komm, Zombie. Okay, sehr gut. Ork. So, dann geht's hier nochmal rechts. Ich bin dabei schon gar nicht mehr gucken, ob die Bilder böse sind oder einfach nur noch, ob sie einschlage. Ach, das wieder. Warum? Warum? Was habe ich euch getan? Ich weiß es nicht. Und sie wissen es wahrscheinlich auch nicht. Kiste. Ja, weil Kisten sollte man sich natürlich schon nicht entgehen lassen beim Durchwaschen. Und zack. Schon wieder eine. Denn so viel Gold wie möglich will man ja trotzdem mitnehmen. Danke. Vielen Dank für das Gold. Vielen Dank, wie lieb von dir. Du hast zwar versucht, mich dafür zu töten, aber ich bin da nicht so streng. Die Flöten. Ja, sie sahen meine überragende, hörten meine überragende Reimkunst. Nur Gott weiß, warum ich kein Rapper geworden bin mit meinen überragenden Rap- und Gesangskünsten. Ja. Nimm dies und dies und dies. Ah. Ah. Die Messer machen ziemlich exakt den Waffenschaden, habe ich das Gefühl. Na, weg da. Keiner hat nach dir gefragt. Ja, überrascht. Doofes Auge. Oh Gott. Ah. Oh. Nebulax incoming. Ah. Kiste. So, 4.600. Okay. Nun. Ich bin eine Spruchklinge und setze meine Magie kaum ein. Das ist nicht clever. Oh. Och nö, da ist so ein fetter Schildtyp.
Na komm. So. Batz, 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 batz. So. So, 5300. Ah, hat nicht gereicht. Dann halt hier hoch. Autsch. Sie mögen mich alle nicht. Warum mögt ihr mich nicht? Alleine keinen Schaden. Nun. Das war das. Rechts. Nicht kämpfen. Ach du, oh, Leute. Ich wünschte gerade, ich hätte das gegen meine Flammen-Dings getauscht. Komm her. Och, die Situation ist doch gerade mittelschwer bescheiden. Stirb. So, also irgendwie lebe ich zumindest noch. Ist nicht irgendein etwas sichereren Weg? Nein, hier wollte ich doch gar nicht lang. Irgendein etwas sichereren Weg für mich. Och ja, klar. Ich will zum Boss, da gibt es zumindest Essen für mich. Dann habe ich ihn zumindest mal gesehen. Och, ich gehe daran. Ah! Blödheit. Och, du Scheiße. Nun? Nö, bei 5000 irgendwas lasse ich mich nicht auf den Schmarrn ein. Und tot. Ich komme nicht mehr beim Boss von Maya an. Was ist denn das jetzt für ein Fail-Döns? Ja, das war Lady Lysa. Wir suchen noch unseren neuen Helden aus. Sir Lancelot, Hormonüberschuss, Hokage. Sir Erwin, Tunnelblick stark. Und Sir Hornsby... Nö, nehmen wir Sir Lancelot den Zweiten. Und kaufen uns... Und kaufen uns... Ja, das Unverletzbarkeits ist schon eigentlich ziemlich gut. Auch wenn es immer nur 0,1 Sekunden ist, aber jede Millisekunde, die man nicht getroffen werden kann, zählt. So, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich es endlich schaffe, mal beim Endboss von Maya anzukommen. Beim Boss. Das gibt's doch nicht. Ich glaube an mich. Ich hoffe, ihr glaubt auch an mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Gauton. Ciao.